Eigentlich wollte ich ja mit einer anderen Sache beginnen. Nämlich mit einem Zitat. Und ich lese Ihnen das Zitat vor. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher. Und es wird ihr niemals gelingen, unsere Werte zu erhalten. Das Zitat stammt nicht aus einem etwas konservativen Provinzblatt von vorgestern, sondern diese Inschrift befindet sich auf einer babylonischen Tontafel, deren Alter auf mindestens 3000 Jahre geschätzt wird. Wir sehen also, dass mindestens seit 3000 Jahren jenes Phänomen besteht, das allgemein die Generationenlücke genannt wird. Und man darf mit Fug und Recht annehmen, dass wenn ein Problem seit 3000 Jahren besteht und noch niemand eine Lösung gefunden hat, dass es vermutlich dafür keine Lösung gibt und dass man damit leben muss wie mit dem Schnupfen oder der Schwerkraft,